Blumen, Männer. Ich hatte ja schon vor ein paar Monaten mal so den Verdacht, dass mein Kanal Shadow gebannt ist. Und ja, ich hätte da mal ein paar Fragen. Gehen wir die mal zusammen durch. Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Ja, und zwar hatte ich ja hier die Aktion gemacht, die Ostsees zu verschenken, beziehungsweise halt für 1 Euro, ne? Ja, war vor 11 Tagen, wie ihr seht. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet auf das Video. Wir haben 900 Aufrufe und 67 Kommentare. Schon mal extrem viel, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für alle, die da kommentiert haben und so. Aber es gibt da ein kleines Problem. Und zwar verlose ich ja, verschenke, tue ich für 1 Euro einen Ostsee verkaufen. Entschuldigung, ne? Das ist keine Geschenk- oder Gewinnspielaktion oder so ein Scheiß, ne? Und ja, ich habe halt in dem Video gesagt, schreibt einen Kommentar, begründe das, warum ihr das Ostsee kriegen solltet. Lange Rede, kurzer Sinn, könnt euch das Video mal angucken, geht nur 4 Minuten. Und natürlich haben einige geschrieben, die natürlich auch die Ostsees haben wollten. Das ist natürlich irgendwo klar. Es ist auch, Moment mal. So, und zwar die Liana hier hat das eine Ostsee gekriegt. Warte mal, ich mache euch jetzt mal. Das hat wieder einen geilen Text gemacht. Liebe Grüße nochmal. Viel absolut geil. Also das war richtig gut. Ich habe richtig gut. Zieht es euch mal rein, das Video. Ist richtig lustig. Ich kann es auch nochmal in die Beschreibung hauen. Und zwar geht es hier um dieses Ostsee. Ne? Das ist jetzt angekommen. Ihr seht es ja hier. Das ist, glaube ich, das. Hamek. Ja, das ist das. Ne? Also das erste ist angekommen. Das zweite ist unterwegs. Und ja. Beim ersten, das war mit Liana direkt Kontakt. Liana hat gesagt, dass sie keine Nachricht von mir bekommen hat. Das hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht. Und da dachte ich mir, das ist schon komisch, weil sich niemand gemeldet hat. Ne? Wirklich niemand. Null. Nada. Keiner wollte die Ostsee haben. Da dachte ich mir, das kann doch eigentlich nicht sein. Ne? Mensch, für 1 Euro in Ostsee, billiger kriegst du es ja bald nicht. Und dann habe ich auf der Community-Seite, weil mir das halt ein bisschen Spanisch vorkam, schon vor 5 Tagen. Ich habe jetzt extra nochmal 5 Tage gewartet. Sehen die Leute meine Kommentare nicht? Nicht mehr. Habe ich mich noch mehr. Habe ich mich sogar verschrieben. Ne? Achso, das Bild schmeißt ein bla bla bla. Also hier geht es darum, dass ich eben vor 5 Tagen schon den Verdacht hatte, dass hier irgendwas wieder schief läuft. Ne? So, und jetzt passt mal auf. Wenn wir jetzt hier mal in die Kommentare gehen, da kann ich es euch schon mal zeigen. Und zwar der Sebastian, hab leider keine Mitteilung erhalten. Dann habe ich hier, what the fuck, dann halt nur hier, schreibt mir mal auf Discord oder Telegram. Das ist jetzt quasi der zweite, Grüße gehen raus an Sebastian. Er hat mir dann eben über die Community-Seite hier geschrieben, oder beziehungsweise hat das eben mitgekriegt. Und ja, da ist das so ein bisschen aufgeflogen. Wir gehen jetzt mal zurück, weil ich suche ihn jetzt mal raus. So, und zwar hier. Hätte eine gebraucht für 10 Euro, kaufst du gerne ab. Vor 10 Tagen gepostet, ich hätte dann vor 7 Tagen, hey, Zuschlag, komm bitte auf Discord oder Telegram wegen Versand. Kein Like, nix. Er hat es wirklich nicht gesehen, ihr habt es ja gesehen. Er hat geschrieben, dass er es wirklich nicht gesehen hat, wo ich gesagt habe, hey, what the fuck, ich habe dir doch geschrieben, bin doch nicht blöde, ne? Vielleicht sehe auch nur ich die Kommentare, vielleicht habe ich ja Shadowban. Das wäre mal die Frage an euch, ob ihr, wenn ihr auf das Video geht hier und diesen Kommentar raussucht, seht ihr denn überhaupt meine Antworten hier? Ich habe auf jeden, wir gehen das jetzt mal zusammen der Reihe nach durch. Ich will es nicht zu langweilig machen, das Video. Dann habe ich halt vor 5 Tagen, wo ich das gemerkt habe, wo Sebastian mir das geschrieben hat, habe ich schon scheinbar blockt YouTube meine Kommentare. Ich habe 4 Leute angeschrieben, keinerlei Reaktion. Bla bla bla, ne? Ist was erbärmlich, was YouTube abzieht und so. Und jetzt pass auf, jetzt gehen wir das eben mal durch, ne? Super Aktion, schön, da wollte kein Ostsee hier, der Black End, da habe ich einfach nur dann nach 5 Tagen eben mal Test geschrieben, um zu sehen, ob das Test überhaupt ankommt. Ne? Ja, beim Black ist es nicht angekommen. Feine Aktion, ich habe dann einen Potato ohne R, der hat geliked, scheinbar hat er die Kommentare gesehen. Das war dann vor 3 Tagen. Also vor 3 Tagen scheint es dann wieder zu gehen. Wahrscheinlich muss ich jetzt jeden nochmal anschreiben oder ich weiß es nicht. Ne? Wahrscheinlich, weil ich jetzt darauf aufmerksam mache, haben sie es wieder aktiviert oder so. Ne? Absolut geil. Schöne Aktion, tschüss, Ostern habe ich Test. Als ich, warum du Test geschrieben hast, ist bei mir direkt als Nachricht gekommen. Also bei witzig, lustig, komisch ist es wieder angekommen. Ich verstehe es nicht, Leute. Ne? Er hat wahrscheinlich meinen Community-Post gesehen. Grüße gehen raus an witzig, lustig, komisch. Dass eben, ne, dass er hat jetzt verstanden, worum es geht, warum ich den Post gemacht habe, dass meine Kommentare eben hier nicht ankommen. Ne? Das war Johannes, der hatte das Ostsee in Ostsee gespendet.
Bau ein Stargate, bla bla, okay, das war ein bisschen Späßle. Wäre auch begeistert, falls noch eins da ist. Pass auf, Test. Test bestanden. Dachte schon, ich hätte eine andere Antwort erhalten. Ne, ich trottel, ich hab das gar nicht gerafft, Gerda. Was du gemeint hast, ne? Ich habe dann ein bisschen später gesagt, Alter, der dachte jetzt, dass ich das ausziehe ihm. Ne? Da habe ich ihm dann geschrieben, das Problem, ich habe den Zuschlag mehrfach erteilt, keine Reaktion, ich schaue jetzt nochmal. Ne? Hat sich keiner gemeldet, Nummer 3 ist nun weg. Was ich euch gesagt habe, dass der Liana hier ist, das ist weg. Welches möchtest du? Und komm Discord oder Telegram. Hey, ich habe gar keinen Discord-Link gefunden hier, oder wie heißt du da genau? Und da habe ich geschrieben, in der Beschreibung ist der Link zu unserem Server, geht der nicht und bla bla bla. Auch keine Reaktion mehr. Ne? Obwohl er sich hier schon gefreut hat und so. Ne? Also ich denke, da hat die Nachricht einfach nicht gekriegt oder so. Falls nicht, Gerda, der Link von Discord ist in der Beschreibung und ich weiß gar nicht, Telegram glaube ich auch. Ne? Hm, weiß ich nicht. Hier sitzt Liana. Und das war vor 10 Tagen. Auch mit Liana hatte ich über Telegram, wir hatten geschrieben, das war schon länger ausgemacht. Ne? So, hätte auch Interesse an einem vor 10 Tagen. Ahoi, Zuschlag, melde dich mal auf Discord, bla bla bla, vor 8 Tagen. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, weiß ich nicht mehr, man kann ja mal sein, dass man das übersieht, dass ich geantwortet habe. Da habe ich mir gedacht, komm, schreibst jetzt nochmal, er will das Ostsee haben. Habe ich nochmal einen Tag später geschrieben, melde dich und Smiley, ne? Keine Reaktion. Dann habe ich hier bei Marcel, der hatte angeboten für... gegebenenfalls für jemanden Versand zu übernehmen. Hab ich auch noch mal Test gemacht. Marcel, keine Test, nicht angekommen. Oder hast vielleicht übersehen. Ne? Vielleicht ein paar haben es auch übersehen. Das kann natürlich sein. Hier, ich könnte eins gebrauchen. Baue gerade ein Bastelprojekt auf. Ich sag einfach 2. Ich kann es ja jetzt mit euch zusammen. Machen wir nochmal. Ich mache jetzt bitte melde dich. Das ist schon hart, oder? Also, weiß ich nicht. Bitte blöde. Ostsees für 1 Euro zu verkaufen. Das müsst ihr mal überlegen. Oha, Grüße gehen raus. Hallo, ich würde auch gerne einen nehmen. Habe ich Test auch wieder keine Antwort. Ne? Übrigens zum Auswahlverfahren. Ich habe natürlich schon die genommen, die länger mir ins Auge gefallen sind, sag ich mal. Ne? Hätte auch gerne einen. Zuschlag, bitte melde dich. Vor 5 Tagen nicht. Ne? Habe ich dann am selben Abend, habe ich dann nochmal gedacht, Mensch, schreib's nochmal, vielleicht hat er es echt übersehen in der Glocke oder so. Test. Chuck Attack. Was ist los mit euch? Wieso antwortet ihr nicht? Ist das... Bin ich jetzt komplett blöd oder was? Oder was ist hier los? Hallo, ich hätte auch gerne eins, wenn es geht, das 12 Volt Ostsee. Ernest Hofer, moin moin. Ich hatte dir den Zuschlag. Hier steht's. Hey, Zuschlag, komm bitte in Discord, Telegram oder versuch... irgendwie Kontakt mit mir aufzunehmen. Keine Reaktion, kein Like. Also hat er einen Zuschlag gekriegt für fast ein Geschenk des Ostsee und reagiert nicht. Ne? Na gut. Hätte eine gebraucht für 10 Euro. Das war jetzt der Sebastian, wo ich gesagt habe, er hat auf den Community-Post reagiert, weil ich hatte ja vor 7 Tagen hier, und das hat mich einfach gewundert. Ne? Er hat es aber mitgekriegt, hat dann geschrieben, hey, ich habe gar keine Nachricht gekriegt und so, habt ihr ja gesehen. Und mit ihm habe ich dann, ich weiß nicht, lügen, 2 Stunden haben wir so auf Discord nochmal gequatscht. Grüße gehen nochmal raus an ihn, ne? War echt cool, ich hoffe, du kommst mal wieder. Und da haben wir es alles ausklamüsert und so, das Ostsee ist unterwegs, müsste jetzt, weiß ich nicht, morgen oder so ankommen. Oder vielleicht ist es schon da, ich weiß es nicht. Hat sich jetzt noch nicht wieder gemeldet. Wie bekommt man eine Adresse? Okay, da, ne? Wenn es nicht ums Ostsee und das Gewinsch geht oder Zuschlag, da funktioniert das. Aber sonst irgendwie, das war nochmal, oha. Und hier haben wir nochmal, möchte gern eins, zahle 20 Euro, Piano defekt, kann ein neues kaufen. Da habe ich halt hier vor 5 Tagen, ne, vor 6 Tagen, ich habe einen Tag später, habe ich erst gesehen, habe ich gesagt, Zuschlag, bitte melde dich. Nicht gemeldet, obwohl es auch ein Like hat. Ne? Ja, also ich bin zu blöde für alles. Ne? Und ihr seid anscheinend zu blöde zu antworten, oder? Digga, was ist denn hier los? Also ich bin zu blöde, das zu lesen. Und keine Ahnung, also ihr könnt, ich bin jetzt mal gespannt, klärt ihr mich doch mal auf. Was ist denn hier los? Warum sind hier, ach so, jetzt habe ich nicht nach Neuestes sortiert oder so, aber ihr könnt ja selber gucken, dass ich, so viel sind sie jetzt nicht, ne? Ihr könnt ja selber gucken, dass ich eben mehrfach den Zuschlag erteilt habe, wie gesagt, nochmal den Community-Post gemacht habe, um nochmal darauf hinzuweisen, kein No Way, Digga. Ne? Und da muss ich an der Stelle halt mal fragen, wenn es nicht, ich meine, gut, das Video haben wir jetzt mal ein paar gesehen, ne?
Aber das wahrscheinlich wegen Ostern, weil ich das drin hatte hier, frohes Osterfest, hat wahrscheinlich irgendwelche Leute geguckt. Aber wie kann denn das sein, dass hier keiner reagiert, wenn es schon was geschenkt kriegt? Also wenn ich das nicht mal hinkriege, dass wenn ich hier Sachen verschenke, ich meine, so ein Ostsee, ich habe jetzt nicht geguckt, ne? 150 Euro kriegst du für so ein Ding, ne? Also, hä? Warum reagiert da keiner? Ich werde es jetzt so machen, ich habe ehrlich gesagt da keinen Bock mehr drauf, Digga. Für die, die sich jetzt in extrem naher Zukunft schaffen, sich bei mir zu melden, wie auch immer, die kriegen natürlich, da stehen jetzt noch zwei Ostis da, das 12 Volt und das Peak-Tech, meins. Warte mal, ja, mal schnell zeigen. Also das ist noch da und das hier unten, ne? Und ich mache das jetzt so, ich habe ehrlich gesagt, tut mir dann auch irgendwo leid für die Leute oder so. Ich habe meine Pflicht erfüllt an Liana. Ich habe einen Reus eins verschickt und einen Johannes eins verschickt. Meine Ostsis wollte er ja nicht. Selbst ein 12 Volt Ostsi will niemand. Ne? 12, 230 Volt ist, braucht niemand. Ich bilde mir das alles nur ein. Shadowban gibt's gar nicht und etc. Ne? Ja, keine Ahnung, Leute. Ne? Was sagt denn ihr dazu?